Touri 2TV, das Branchenfernsehen. Florian Beutin, Chefredakteur des deutschen Playboy. Wir hören erstaunliche Nachrichten aus den USA. Der Playboy setzt nicht mehr auf Nackte. Was halten Sie davon? Naja, ich halte dahingehend nicht so viel davon, zumindest nicht für das deutsche Konzept. Das heißt, wir behalten unser erfolgreiches Konzept, das ja jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren gibt, sondern seit über 40 Jahren in Deutschland sehr erfolgreich ist, natürlich bei. Und ich kann alle beruhigen, der deutsche Playboy bleibt auch in Zukunft nackt. Haben Sie denn eine Ahnung, was die Amerikaner dazu treibt, die Nacktheit aus dem Blatt zu nehmen? Weil das ist ja ein bisschen so wie Automotorsport ohne Autor, ohne Motor, ohne Sport. Ja, also wie hat der Kollege Mickey Beisenherz mal gesagt, Dschungelautor, ein Playboy ohne nackte Frauen ist wie ein Spiegel ohne Hitler. Also unvorstellbar. Naja, also sagen wir mal so, die amerikanischen Kollegen haben das jetzt nicht mit mir diskutiert. Deswegen kann ich auch nur spekulieren, was dahinter steht. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass es auch einfach tatsächlich gesellschaftliche Unterschiede gibt. Also wie ist zum Beispiel Nacktheit gesellschaftlich anerkannt? Und da sind wir Deutschen deutlich entspannter, gehen mit dem Thema Nacktheit um als die Amerikaner. Obwohl die Amerikaner ja den Playboy erfunden haben, Hugh Hefner und die Nacktheit. Aber würden Sie sagen, dass in Amerika die Brüderie gesiegt hat? Möglicherweise so, schon. So kann man das sehen. Also man sieht natürlich diese Entwicklung schon seit vielen Jahren auch bei den großen Medienunternehmen, die ja auch, sage ich mal, unsere Kommunikation beherrschen, ob das Facebook ist oder ob das Google ist. So, da reagiert man doch sehr angespannt und sehr unentspannt, was das Thema Nacktheit betrifft. Also da ist man, sage ich mal, ungefährdeter, wenn man rassistische Parolen veröffentlicht, als wenn man plötzlich mal eine blanke Brust veröffentlicht. Also das kann man seit vielen Jahren feststellen und sehen, dass die Amerikaner da deutlich unentspannter sind, was das Thema nackte Erotik betrifft. Aber die Amerikaner versuchen ja praktisch angezogene Erotik. Also man hat ja jetzt Bilder gesehen von dem amerikanischen Playboy, die nicht unerotisch waren. Würde das nicht auch gehen? Erotik muss nicht zwingend nackt sein, aber es ist nun mal einfach, sag ich mal, ein Teil der Marke. Also ich meine nicht ohne Grund, die Marilyn Monroe hat das begründet 1953 und sie war eben unbekleidet. Also das ist eine Form von Enthüllungsjournalismus, die über sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr erfolgreich ist und deswegen sehen wir überhaupt keinen Grund an einem, das ist ja nicht der einzige Kern der Marke, aber es ist auch ein wesentlicher Teil dieser Marke und das werden wir nicht aufgeben. Und Sie haben auch die Freiheit, das so zu machen. Das geben die Amerikaner Ihnen nicht vor, dass jetzt die Bekleidung überall eingeführt werden muss. Nein, diese Freiheit haben wir. Also wir sind ja kein Vasallenstaat. Auch Deutschland ist ja grundsätzlich, sage ich mal, kein Vasallenstaat von Amerika. Von daher sind auch wir keine Vasallen. Wir können das natürlich so machen, wie wir es für richtig halten. Die Amerikaner, muss man auch ganz klar sagen, haben natürlich absolutes Vertrauen, dass wir unseren Markt sehr gut kennen. Ich meine, wir beweisen das ja auch seit vielen Jahren, seit über 40 Jahren sehr erfolgreich. Deshalb sind die Amerikaner, was das betrifft, auch total tolerant und wissen, dass wir das schon so machen, dass das schon Sinn macht, wenn wir das so machen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Männer, die sagen, ich lese den Playboy wegen der tollen Reportagen und der Interviews. Ja, da sage ich denen immer so, aber guckt doch euch auch mal die Fotos an unserer unbekleideten Titelstars. Nein, natürlich, das ist auch ein wesentlicher Teil. Natürlich, das ist ja das Besondere, was den Playboy ausmacht. Es geht nicht nur um nackte Fotografie. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. Im Jahr 2016 haben wir keinen Exklusivitätsanspruch auf das Thema Nacktheit. Es geht nicht in erster Linie darum, aber es geht natürlich darum, wir sind ein People-Magazin. Es geht darum, wen haben wir auf dem Titel, wen enthüllen wir wie. Und natürlich ist der Playboy deshalb zur Weltmarke geworden, weil er alles bietet, was Männern Spaß macht. Und das ist eben auch großartiger Journalismus. Wie viel Prozent der Auflage würde wegfallen, wenn die Damen begleitet wären? Das weiß ich nicht. Ich will es aber auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Und wo würde Florian Beutin hingehen, wenn er keinen Spaß mehr am Playboy hätte, weil er angezogene Playmates bringen müsste? Was wäre die Jobalternative für ihn? Ja, wahrscheinlich ist die Tür zur Emma endgültig verschlossen für mich.